So, moin moin. Heute gibt's mal was ganz Neues hier auf dem Channel. Nämlich habe ich mir das gute alte Project Cast 2 rausgesucht und habe mir gedacht, ey, weißt du was, jetzt wo das Game schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, nämlich knapp 6 Jahre, wird es doch mal Zeit, mal wieder reinzugehen in die Karriere dieses Games. Da die ja, so wie die meisten das wahrscheinlich empfinden, ganz gut ist und auch sehr umfangreich. Ja, deshalb würde ich sagen, gehen wir mal rein hier. Wir fangen natürlich in der Kart-Serie an und arbeiten uns dann hoch bis dann Indica. Zuerst werden wir uns nur natürlich auf die Open Wheel bzw. Formula Series beschränken, also auf diese Klassen. Aber spricht auch nichts dagegen, wenn es gut ankommt, dass wir uns danach auch noch andere Sachen anschauen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt rein in das erste Rennen der SMS Championship in Dubai auf dem Dubai Kartdrom. Ja, to finish first, you first have to finish. Da ist was Wahres dran. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt rein in das erste Rennen der Saison. Ein sehr, sehr guter Start von der Linie weg. Direkt auf P1. Hinten dreht sich einer weg, wird von der Nummer 2 einfach mal weggekegelt. Der Arme. Und ja, wir sind zwar gut von der Linie weggekommen, aber noch nicht wirklich drinne. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich gewesen. Hier sieht man es wieder. Die Linienfindung noch nicht ganz da, wo sie sein soll. Glücklicherweise allerdings kein Vorbeikommen an uns von den hinteren, weil wir uns da sehr, sehr gut im Weg platzieren. Und ja, ich habe zwar schon die eine oder andere Erfahrung mit Karts gemacht, allerdings war es hier ein wenig gewöhnungsbedürftig am Anfang. Deshalb musste ich mich da erstmal reinfinden über die ersten Runden. Hat aber, wie man sieht, bisher zumindest gereicht, um auf Platz 1 zu bleiben. Die Frage ist natürlich, ob das so bleibt, und ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor und gucken es uns an. Ja, wie man sieht, jetzt einige Runden später haben wir den Groove dann doch schon ein bisschen gefunden. Jetzt hier Runde 5 von 8. Fängt schon mal richtig gut an, die ganze Zeit im grünen Bereich. Jede Kurve hat bisher zumindest mehr oder weniger gesessen. Hier auch sehr weit, bisschen zu weit, aber alles noch innerhalb der Linien, deshalb müssen wir auch nicht verlangsamen. Hier eine sehr weite Linie, viel Schwung holen. Und ja, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, wie man sieht. Immer noch ein bisschen langsamer als unsere bisherige Bestzeit, aber hier machen wir wieder Zeit gut. Kommen wir richtig schnell durch. Hier auch erstmal den späteren Apex gewählt, genau wie hier. Ein bisschen Quersteher, aber ansonsten super gut getroffen im Vergleich zu den davor liegenden Runden. Und auch hier wieder gut durchgekommen. Bisschen verrutscht an der Stelle, aber hier jeden Curb gut mitnehmen. Und dann geht es auf Start-Ziel. Und ja, da haben wir sie, die schnellste Rennrunde. Und dann sind es auch nur noch 3 Runden bis zum Schluss. Ein bisschen weit draußen hier. Wir müssen natürlich verlangsamen, sagt die Rennleitung. Bisschen zu weit hier auch hier rausgekommen. Der Sand zieht uns dann raus. Dadurch auch, ja, die nächsten 2 Kurven nicht sonderlich gut getroffen. Hier wieder eine recht gute Linie durchgenommen. Jetzt zuerst weit außen, dann innen und wieder außen. Genau dasselbe Spiel hier. Gute Linienführung, hier jeden Curb gut mitnehmen.
und dasselbe Spiel hier auch ein bisschen den Quersteher reinbekommen, aber alles in allem trotzdem gut genug und dadurch auch einen neuen schnellsten Sektor gefahren. So, dann ist es wichtig, hier noch gut durchzukommen. Bisschen spät, aber alles noch im Rahmen. Und dann, ja, verlieren wir hier in der letzten Kurve wieder alles. Naja, passiert. Runde 7 von 8 jetzt. Die letzten zwei Runden und dann, gar nicht gut. Zu weit draußen erstmal angefahren, angebremst. Dann den Quersteher beim Bremsen bekommen, rein in die Kurve. Will man natürlich nicht sehen. Und hier wieder dasselbe Spiel, zu weit rausgekommen. Die Frage ist natürlich, ob wir abbremsen müssen. Diesmal ist die Rennleitung gnädig. Wir müssen nicht verlangsamen. Auch wenn das bei dem Abstand, den wir zum hinteren Feld haben, auch keinen so großen Unterschied mehr machen würde, ehrlicherweise. So, dann müssen wir jetzt hier nur noch versuchen, die letzten knapp 1,5 Runden wenigstens irgendwie zu überstehen. Mittlerweile ja, wie gesagt, den Groove ein bisschen gefunden, auch wenn diese Runde jetzt nicht sonderlich gut war. Bisschen wieder aus dem Modus rausgekommen. Und hier schneiden wir die Kurve auch ein bisschen. Nicht optimal, muss ich sagen, aber alles in allem immer noch in Ordnung. Und dann geht es auch schon rein in die letzte Runde des ersten Rennens hier. Wir gucken natürlich, dass wir die jetzt so gut wie möglich hinter uns bringen. Und ja, der erste Sektor sieht ja auch schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Oder auch nicht. Wie man hier sieht, noch mal ein bisschen zu weit raus, aber hat nicht allzu viel gekostet. Dadurch jetzt den schnellsten bisherigen Sektor gefahren in Sektor 1. Und falls sich jemand fragt, warum da schwerer Schaden steht, das ist ein Bug vom Game, ich habe keine Ahnung. Also grundsätzlich, egal was man macht, steht das immer da. Zumindest beim Kart. Interessanterweise. Naja, wie dem auch sei, jetzt hier im zweiten Sektor wieder nicht so gut durchgekommen. Aber den letzten Sektor kriegen wir wieder gut hin. Und ja, dann geht es auch schon in die Zielanfahrt. Und damit der erste Rennsieg im ersten Rennen. Ja, deutlich schneller als alle anderen. Das macht dann 20 Punkte, 15 für den Rennsieg und dann nochmal 5 für die schnellste Runde. Und ja, nochmal eine E-Mail von unserem Ingenieur, der uns zu unserem ersten Sieg beglückwünscht. So, Runde Nummer 2 in der Meisterschaft auf einer schottischen Strecke, deren Namen ich gar nicht erst versuchen werde auszusprechen. Guter Start von der Linie weg, direkt erstmal von 6 auf 2 haben uns da durchgesetzt. Aber einer fehlt natürlich noch und das ist Numero Uno hier. Ja, wir sind ihm genau am Heck, kleben ihm wirklich dran. Und jetzt müssen wir verlangsamen, weil wir quasi genau gleiche Linie gewählt haben wie er. Ja, für ihn gilt das scheinbar nicht. Er muss nicht verlangsamen, wir mussten das schon, aber glücklicherweise nicht allzu viel, deshalb konnten wir uns trotzdem noch nah an ihm halten. Und jetzt ist es natürlich die Aufgabe, irgendwie an ihm vorbeizukommen. Vielleicht hier rein? Nee, da ist er schon wieder am Cutten der Kurve. Ja, ich weiß auch nicht, die Rennleitung, die scheint anscheinend wirklich nur uns zu sehen. Alle anderen sind ihr egal, warum auch immer. Sehr interessant. Wir müssen natürlich jetzt versuchen, auch wenn er einen Vorteil hat, dadurch, dass er im Gegensatz zu uns schneiden darf, irgendwie an ihm dran zu bleiben und irgendwie an ihm vorbeizukommen. Hier immer, wenn es ums Bremsen geht, kommen wir sehr nah an ihn ran, allgemein in den Kurven. Auf der Geraden ist er allerdings etwas schneller. Und da ein sehr, sehr großer Quersteher. Hätte uns fast weggehauen, aber gerade noch so gefangen und nochmal einer. Weil es bisher noch nicht genug war. Hier auch nicht wirklich optimal genommen. Dadurch hier in den nächsten Kurven auch wieder eine sehr weite Linie. Aber wenigstens konnten wir gut Schwung nehmen. Und jetzt reicht es vielleicht? Nein. Da ziehen wir lieber nochmal zurück.
hier schon wieder, also ich weiß auch nicht, der Typ ist wirklich jedes einzelne Mal da so aggressiv am Rüberfahren, aber irgendwie scheint das die Rennleitung nicht zu sehen. Jetzt sind wir hier viel besser rausgekommen als er, mussten aber abbremsen, wodurch unser Heck wieder ein bisschen instabil wurde, aber gut abgefangen. Und dann geht's ganz normal weiter. Hier wieder viel mehr Schwung. Da rammen wir ihn sogar ein bisschen. Und jetzt versuchen wir uns hier rein zu bremsen, aber es funktioniert nicht. Quersteher rein in die Kurve. Und ja, jetzt dauert es erstmal eine Weile, bis wir wieder auf Touren kommen, weil sobald man hier bei dem Kart ein bisschen untertourig ist, dauert es wirklich ewig, bis man wieder auf Geschwindigkeit kommt. Und hier wieder ein Quersteher auf die Zielgerade. Und jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Wir müssen unbedingt wieder an ihn rankommen, wenn wir das hier gewinnen wollen. Und da helfen solche Sachen natürlich überhaupt nicht, wenn wir hier schon wieder Quersteher bekommen. Ja, wichtig ist es jetzt, clean und schnell zu fahren. So, hier ein bisschen die Kurve geschnitten. Nicht so sehr wie unser Hintermann, aber trotzdem ein bisschen. Diesmal ist die Rennleitung aber gnädig, glücklicherweise, weil wir können uns Verlangsamungen echt nicht leisten. Naja, erstmal weiter Fokus auf das Ziel und das ist unser Vordermann. Wir sind auf jeden Fall mittlerweile wieder nah dran, aber wir müssen gucken, dass wir, wenn wir einen Überholmanöver starten können, falls es dazu kommt, dass wir es auf jeden Fall clean machen. Nicht, dass wir dann die Position wieder zurückgeben müssten. Das wäre natürlich jetzt hier in der letzten Runde nicht gerade von Vorteil, weil in der kurzen Zeit würde es natürlich nicht reichen. Oh, jetzt haben wir aber eine gute Chance. Hier mit viel Schwung anbremsen und wir sind vorbei. Da haben wir nicht denselben Fehler gemacht wie beim vorherigen Versuch, sondern sind cool geblieben, haben uns nicht verbremst und ja, hier nochmal ein Manöver des Zweitplatzierten. Allerdings, ja, geht es für ihn schief. Das Einzige, was passiert ist, dass er seinen zweiten Platz verliert und wir den Sieg trotzdem einheimsen. Damit Sieg Nummer 2 im zweiten Rennen. Ja, wieder mal, ja, nicht so deutlich schneller, muss man sagen, diesmal. Aber trotzdem Platz Nummer 1, damit nochmal 15 Punkte. Ja, für die extra 5 Punkte bei der schnellsten Runde hat es leider um ein Zehntel knapp nicht gereicht. Und hier wieder eine E-Mail von unserem Renningenieur, der uns beglückwünscht zu unserem zweiten Sieg. Und ja, ich würde sagen, rein geht's jetzt in das dritte Rennen der Saison. So, es geht los, das dritte Rennen der Saison hier auf dem Summerton Sprint. Ja, guter Start von der Linie weg. Wirklich mal wieder ein unglaublich guter Start. Wieder auf P1 direkt nach dem Rennstart. Hier wieder das Problem, so wie, naja, bisher auf jeder Strecke, dass ich noch nicht wirklich unbedingt die Streckenführung kenne. Deshalb erstmal langsam rantasten. Zählt anscheinend aber mal wieder auch für die Gegner, weil die kommen wieder mal überhaupt nicht mit. Wie auch schon in Dubai. Ja, in Runde 2 sind sie ja recht gut hinterhergekommen, muss man sagen. Ja, in Runde 1 und 3 zumindest bisher. Allerdings überhaupt gar nicht. Ja, interessant. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist auf jeden Fall, naja, interessant. Sagen wir es mal so. Könnte sein, dass die Balance der KI nicht sonderlich gut ist. I don't know. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon gleich in der dritten Runde. Bisschen weggerutscht, fast weggehauen, aber hey, alles gut. Nur fast, also passt das so. Ja. Wie gesagt, langsam rantasten. Wir werden immer schneller und schneller. Nevermind, bumm, ab in die Wand. Ja. Allerdings in den ersten zwei Runden haben wir uns einen Puffer aufgebaut. Dadurch fallen wir, ja, keine Position zurück, zumindest etwas, würde ich sagen. Ja, sonderlich toll ist das jetzt natürlich nicht. Allerdings muss man natürlich sich ausprobieren. Und ich meine, das sieht man hier auch relativ häufig. Ich benutze ja quasi jede Runde mal eine andere Linie. Und sobald ich merke, okay, irgendwas passt, dann behalte ich das bei. Weil ich halt
wie gesagt, noch nicht so unbedingt zufrieden war mit dem Handling, weil es dann doch in so mancher Situation auf der Hinterachse mehr Grip hatte, als ich erwartete, und deshalb musste ich auch, wie man hier oft sieht, mehr lenken, als ich erwartet habe. Ja, mit der Zeit wurde es immer besser und ich bin ja mehr und mehr darauf damit warm geworden. Wirklich angenehm war es natürlich am Anfang nicht. Ich meine, hier sieht man es auch, ich muss deutlich mehr bremsen und auch lenken, als ich eigentlich erwartete. Hier auch selbes Spiel. Ich meine, ich kenne das halt so, dass man vor allem sehr, sehr viel mit dem Gaspedal am Lenken ist und gar nicht mal so viel Gasinput braucht. Funktioniert hier nur begrenzt. Da funktioniert es dann doch schon im Verhältnis dazu, mit der Bremse zu lenken, besser. Weil da geht das dann schon ganz gut. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Wie gesagt, wirklich komplett dahinter gekommen bin ich hier noch nicht. Allerdings, ja, wie man sieht, der Vorsprung wächst und wächst wieder. Und wir werden immer schneller und immer vertrauter mit dem Kart. Auch wenn es halt, ja, seine Zeit dauert. Aber es ist wenigstens eine stetige Entwicklung. Auch hier sieht man immer mehr und mehr Confidence in die Kurven rein. Und ja, daher jetzt auch eine recht gute Runde gefahren, würde ich mal behaupten. Und dann geht es auch schon in die letzten Runden rein. Quasi eigentlich nichts zu verlieren, außer wir machen natürlich einen Fehler, so wie hier. Allerdings haben wir uns da zum Glück nur halb weggedreht, dadurch nicht so viel verloren und können recht normal weitermachen. Ja, Glück gehabt im Unglück, würde ich sagen. Und dann geht es auch schon rein in die letzte Runde des Rennens. Hoffentlich diesmal kein Fehler. Wäre schon der dritte in diesem Rennen. Der dritte grobe Schnitzer, den wir drin haben. Einmal in die Wand gefahren. Hat uns zum Glück keinen schwereren Damage oder sonstiges beschert. Ist aber auch schwierig. Ehrlicherweise, ich meine, Damage ist zwar an, aber hier in Project Cars Damage zu bekommen mit den Karts ist, ich glaube, sogar tatsächlich unmöglich. Naja, und da geht's rein. Dritter Rennsieg im dritten Rennen. Ja, ich würde sagen, ganz gute Performance, wieder deutlich schneller als die KI im Gegensatz zum letzten Rennen. Interessant. Ja. Weiß nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll. Es ist sehr interessant. Ja, damit wieder 20 Punkte und wieder Glückwünsche von unserem Ingenieur. Und dann würde ich sagen, geht es rein in das letzte Rennen der Saison. So, und damit geht es rein in das vierte von vier Rennen hier auf dem Le Mans International Karting Circuit. Und die grünen Lichter gehen an und das Rennen startet. Sehr, sehr guter Rennstart, mal wieder. Wir kommen deutlich besser weg als die Gegner und ja, müssten jetzt eigentlich nur noch den Lead hier verteidigen, weil wir sind gut weggekommen, wie gesagt, und auch zum ersten Mal von Platz 1 gestartet. Ich meine, es gibt hier leider kein Qualifying für die Karts, deshalb ja, ist es halt zufällig, wo du startest. Ja, diesmal Glück gehabt, auf der Pole gestartet. Gut, auch wieder gut von der Linie weggekommen fürs Erste, aber die KI, wie man sieht, die anderen Fahrer haben nicht so wirklich Lust, mich davonziehen zu lassen. Die bleiben recht nah dran, also quasi wieder wie auf der schottischen Strecke. Und jetzt kommen wir hier kurz vom Asphalt ab und dann ja, wollte das Auto das Ganze nochmal wiederholen. War da schwierig unter Kontrolle zu bringen, aber wir haben es geschafft, glücklicherweise. Und das war dann auch schon die erste Runde hier. Die erste von 7 Runden. Ich hätte gern für die letzte Strecke, für das letzte Rennen nochmal ein bisschen längeres Rennen gemacht, aber geht nicht. Hier müssen wir verlangsamen, weil wir da ein bisschen zu weit rausgekommen sind. Ich finde es sehr interessant, wie streng auch beim Karting die Rennleitung ist. Zumindest mit mir.
meine, ich muss schon wieder verlangsamen und dadurch kommt der Zweitplatzierte sogar an mir vorbei und ist damit jetzt Platz Nummer Uno. Ja, jetzt heißt es natürlich, die Führung wieder zurückholen. Ja, sollte nicht allzu schwierig sein, es sei denn, er ist im Weg, wie hier, und wir bumpen in ihn rein. Es bringt uns halt nicht wirklich viel und hier auf der Geraden zieht er uns wieder, ja, ein bisschen weg. Nicht sonderlich viel, aber auch nicht so wenig. Auf jeden Fall reicht es, dass wir nicht an ihn rankommen. Abgesehen davon, dass wir jetzt an ihm vorbeigekommen sind natürlich, in den Kurven. Aber auf den Geraden haben die meisten anderen ein bisschen den, ja, Vorteil. Hier auch fast wieder ein Manöver gegen uns, aber wir konnten uns verteidigen, waren noch rechtzeitig vorne und konnten uns damit dagegen zur Wehr setzen, dass es gar nicht erst zum Angriff kommt, haben uns vor ihn gesetzt und die Tür damit zugemacht. Ja, und dann hier Kurve falsch eingeschätzt und zu weit rausgekommen aufs Gras und dann sind wir auch schon von Platz 1 auf Platz 3. Na super. Das müssen wir uns natürlich jetzt wiederholen. Das ist natürlich das Ziel. Schaffen wir hier später gebremst als der Gegner und dadurch vorne ein bisschen wieder ja, das Auto, sagen wir mal so, es ist ein bisschen eine Diva, hier auch wieder, man sieht es beim Anbremsen, aber ja, nichts, was sich nicht handeln lässt. Ich meine, insgesamt sind wir, wie man sieht, auch das schnellste Kart auf der Strecke. Ich meine, wir sind wieder direkt dran an dem Blauen. Ich sag jetzt einfach mal der Blaue. Ich glaube, das passt ganz gut. Und hier auch wieder viel mehr Schwung und damit wieder auf Platz 1. Ja, kann er sich nicht gegen uns durchsetzen. Jetzt sind wir hier aber weit rausgekommen, müssen verlangsamen und müssen ihn dann wieder quasi ungewollt vorbeilassen. Ich meine, gut, wir müssen das nicht, aber um zu verlangsamen, ist es quasi notwendig, ihn vorbeizulassen, ehrlicherweise. Und das heißt, jetzt müssen wir uns schon wieder, ja, an ihm vorbeisetzen. Allerdings können wir das hier vielleicht schaffen. Ja, es reicht tatsächlich. Wieder mehr Schwung gehabt in der Kurve und dadurch mit mehr Schwung rausgekommen, später gebremst und dann hat er auch gar keine Chance mehr überhaupt irgendwie daran zu denken, gegen uns zu verteidigen. Es sei denn, er rammt uns halt weg. Das wäre die einzige Möglichkeit an der Stelle. Aber ja gut, ehrlicherweise haben wir das mit dem Gelben auf Platz 4 da hinten auch schon gemacht in diesem Rennen. Ihn ein bisschen gebammt. Ja, allerdings muss man sagen, alles noch, zumindest meiner Meinung nach, in einem fairen Rahmen, auch hier wieder sehr weit rausgekommen. Und die nächste Verlangsamung, die uns aufgedrückt wird, ja, es ist nicht mehr sonderlich viel Zeit und ja, dass wir hier schon wieder rauskommen, hilft uns nicht. Das heißt, die nächste Verlangsamung, allerdings haben wir hier einen schönen Kurvensektor vor uns und da kann uns natürlich niemand so leicht überholen. Ja, und diese Gelegenheit nutzen wir natürlich sofort aus, ist ja klar. Und ja, jetzt heißt es nur noch verteidigen und am besten auf der Strecke bleiben, keine weiteren Verlangsamungen reingedrückt bekommen. Und dann kann es tatsächlich ja, der vierte Sieg in Folge sein und damit eine 100%ige Rennsiegquote, wenn wir das jetzt noch geregelt bekommen in den letzten zwei Runden. Runde 6 von 7. Ja, fängt schon mal gut an. Hier wieder ein bisschen zu weit innen. Kriegen wir die Verlangsamung, ist die Frage. Scheinbar nicht. Also, good to go. Hier auch wieder, ja, gerade so auf der Linie. Und auch hier nicht gerade optimal. Aber wir sind noch im grünen Delta. Zumindest bis jetzt. Ja, jetzt sind wir es zumindest für die schnellste Runde nicht mehr nach diesem Ausrutscher. Wieder zurück auf die Strecke gekommen vor dem Gegner und damit auch immer noch auf Platz 1. Allerdings unser Vorsprung wieder ein bisschen geschrumpft nach der Aktion. Ich meine, ist ja klar. Allerdings, wie gesagt, immer noch auf Platz 1. Good to go. Immer noch auch schneller als die Runde davor. Immer noch grünes Delta. Ja. Für die schnellste Rennrunde reicht es allerdings natürlich nicht. Und dann geht es rein in die letzte
Runde. Wieder hier zu weit rausgekommen, zu viel Speed reingenommen. Das ist natürlich ganz und gar nicht gut. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir uns verteidigen können in der letzten Runde. Wirklich gefühlt das ganze Feld ja sehr nah hinter uns. Oder naja, zumindest das halbe. Und hier kommen wir schon wieder zu weit raus und dann ist es schon wieder Platz 3. Zumindest fürs Erste. Falls wir es schaffen können, können wir es schaffen, hier außen vielleicht was zu starten. Nee, dafür ist er zu schnell. Dafür jetzt innen der Switchback. Und ja, gegen den Blauen reicht das natürlich nicht. Ja, wir bumpen in ihn rein. Allerdings sind wir nah an ihm dran hier auf der Geraden und können uns hier vielleicht vorbeisetzen. Hier mit einem ähnlichen Switchback klappt das vielleicht. Side by side rein in die Kurve und wir setzen uns tatsächlich durch. Jetzt geht's rein in die allerletzte Kurve und rein auf die Gerade. Und dann ist es der vierte Rennsieg von 4 in 4 Rennen. Und die nächste schnellste Runde und der nächste Rennsieg. Damit sind es auch dann wieder ganze, ja, 20 Punkte für uns, auch wenn es hier wieder nur ein Zehntel ist, was beziehungsweise zwei Zehntel, die dafür sorgen, dass wir die schnellste Runde haben. Ja, 75 von 85 möglichen Punkten haben wir geholt. Ich würde sagen, gar nicht schlecht für die erste Saison. Allerdings ist es auch nur Teil Nummer 1, weil Teil Nummer 2 kommt demnächst. Das ist dann der World Championship hier im Kart. Ich würde sagen, seid gespannt, schaltet dann wieder ein. Wenn es euch hier gefallen hat, gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Und ja, wie gesagt, gerne liken und abonnieren. Gerne beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und ja, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.